Absurde, was geht? Ich bin so einfach Flo. Herzlich willkommen zum zweiten Tag. Ich esse wieder mein Frühstück, standardmäßig, man kennt's. Brötchen, Ei und Kaffee. Draußen ist eine wunderschöne Aussicht, ist ein bisschen riesig. Und genau. Ich hoffe, euch hat der Vlog gestern gefallen. Aber der Ton hat gepasst. Er hat irgendwie in Klaren gehört. Ich weiß nicht ganz genau. Und schreibt das nochmal in die Kommentare, wie euch das alles gepasst hat. Auch eine kleine Info am Rande. Das ist das Frühstück, was wir jetzt filmen. Und den letzten Frühstück. Weil ich habe mir meine eigenen Vlogs jetzt das Jahr angeguckt. Und das wird einfach zu langarmlich, wenn jedes Mal dieses Frühstück ist. Deswegen wollen wir das alles ein bisschen ändern in der Struktur her. So, da sind wir schon wieder da. Da sind wir hier in einer Einhornhöhle. Da wollen wir jetzt auf jeden Fall reingehen. Filmen darf man da drin leider nicht, aber ich werde euch wieder mal erzählen, was man da so gesehen hat. Auf jeden Fall, da hinten ist es. Es ist schönes Wetter. Ich bin aus der Fußtür gerade schon ein bisschen Sport gemacht. Wir wollten mich noch zur Burgruine. Sind alles so umgedreht. Aber mein Vater gesagt hat, nee, das schaffen wir nicht. Gucken wir uns das hier auf jeden Fall später an, die schöne Ruine. So Leute, wir essen jetzt Mittag. Jetzt gibt es hier schöne Currywurst mit Erdbeeren drauf und Johannisbeer, glaube ich. Ist das? Nee, was ist das? Physalis ist das. Physalis. Am Essen auf jeden Fall. Wir waren jetzt in dieser Einhornhöhle. Ja, die ist schon seit mehreren Millionen von Jahren da. Aus der Eiszeit war sehr interessant. Da gibt es sehr viele Tierarten, die da noch unten sind. Und ja, war sehr, sehr interessant. Ein bisschen habt ihr ja gesehen. So, da sind wir ja Jungterberge. Wir essen jetzt Abendbrot, wieder warm. Buletten, Stampfkartoffeln und irgendeine Tomatensoße und den Saft. Heute sitzen wir am Fenster. Sehr wunderschöne Aussicht. Später gehe ich mit meinem Vater noch ein bisschen Tischtennis spielen und ziehen ab. Und ja, da ist Jochen Flo, er kommt hier gerade zum Essen. Perfekt. Ja, der Speisesaal ist komplett leer. Also wir sitzen jetzt hier alleine. Ja, super. Dann sind wir hier in Jungterberge. Wir sitzen jetzt hier im Zimmer. Ich bin jetzt hier in meinem Laptop wieder am Start. Ich lade mir auch hier gerade League of Legends runter. Hab das zwar schon auf dem Handy, aber auf dem Laptop kann man auch ein bisschen zocken, dass man hier was zu tun hat. Weil manchmal machen die Museum und Bergwerke alle erst um 11 oder so auf. Und dass man sich hier nicht langweilt. Weil hier gibt es ja nicht mal einen Fernseher oder so. Morgen wollen wir ins Bergwerk das Ganze uns angucken. Heute war ja auch eine sehr interessante Höhle. Ich habe euch ja auch schon was in dem Sinne erzählt, dass das Ganze aus der Eiszeit stammt, vor Millionen von Jahren. Da war Goethe drin und Leipzig oder Leipzig war da drin. Der hat da sein Einhorn-Modell gemalt, gezeichnet, wie auch immer, modelliert. ja. Gut, Leute. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Nacht, Leute. Ich schneide jetzt den Vlog und ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, dass ich Bescheid weiß. Wie wollt ihr das jetzt endlich haben? Wollt ihr jetzt jeden Morgen Frühstück haben? Wollt ihr mehrere Zeitraffer haben? Schreibt mir das einfach mal in die Kommentare. Ich habe mir ja die Kommentare von dem letzten Video schon durchgesehen. Die waren sehr gut. Gute Bewertung. Ich freue mich auch über Kritik, Leute, rein damit in die Kommentare, damit wir hier auch bessere Vlogs gestalten können. Denn wir haben jetzt mit der neuen Kamera viele, viele Möglichkeiten.
Und ihr müsst einfach nur sagen, was ihr Bock habt. Gut, Leute. Aber ich schneide jetzt den Vlog und dann wünsche ich euch eine wunderschöne Nacht.